herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Mein Name ist Random Life und wir sind heute auf der Suche nach einem verlassenen Westwallstollen, eigentlich sogar auf der Suche nach zwei verlassenen Westwallstollen. Und das Interessante ist, nach dem Krieg wurde ja alles entnazifiziert, das bedeutet, alle Hakenkreuze und alle ideologischen Symbole wurden vernichtet. Es gibt aber noch einige Kreuze etc., die noch vorhanden sind, und ich habe mir es zur Aufgabe gemacht, einige davon zu finden und die zu dokumentieren. Und das vielleicht Disclaimer, nicht in ideologischer Hinsicht, sondern einfach aus geschichtlichem Hintergrund. Deswegen an dieser Stelle, ich distanziere mich ganz klar von den hier gezeigten Symbolen. Das Einzige, was mich interessiert, ist die Dokumentation von diesen Relikten, und bitte auch genau dieses Video oder meine Videos genauso deuten. Und ja, ich war schon mal vor einiger Zeit hier und habe hier gesucht und bin leider nicht fündig geworden. Deswegen bin ich nochmal auf die Suche im Internet gegangen, habe mit vielen Menschen gesprochen, mit vielen alten Menschen, die hier auch gedient haben. Und die haben mir gesagt, du warst schon sehr nah dran, aber du musst doch noch den ein oder anderen zusätzlichen Kilometer gehen. Und die Zeit habe ich mir heute genommen. Leider sind die Witterungsverhältnisse, ihr seht es selber, nicht ganz so gut. Aber für dieses Hobby und für euch und natürlich auch für mich gehe ich diese Strapazen oder nehme ich die auf mich. Und ich habe sie direkt gefunden. Ich habe sie direkt gefunden. Also, ich drehe mal die Kamera um. So, Leute, da ist der Beginn des Westwallstollens. Oh, ich habe natürlich wieder niemandem Bescheid gesagt, wo ich bin. Sträflich. Aber bis auf, dass ich mich hier auf den Hosenboden setze, dürfte eigentlich nichts passieren. Okay, ich hätte auch da vorne lang gehen können, sehe ich gerade. Dann hätte ich mir das Ganze hier gespart. Shit. Oh. Naja, alles fürs Video, ne? Seht ihr? Das wäre der Weg gewesen. Wunderschön hier. So, ich hoffe nicht, dass ich hier gleich einsinke. Oder irgendwelche Menschen mir entgegenkommen. Da hätte ich nämlich nicht so große Lust drauf. Wow, das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Der ist gesprengt. So, schaut euch das mal an. Der ist von innen gesprengt worden. So. Wow, wie dick diese Betonwände sind. Schon krass. Und hier vorne seht ihr die klassischen Lufthutzen. Die waren extra angeschrägt und auch unterteilt, damit man keine Granaten oder Sprengstoff reinstecken konnte. So, vorsichtig. So. Also, diese Westwallstollen sind bis jetzt noch nie irgendwo aufgetaucht. Ich kenne keine Fotos. Auch die Google-Rückwärtssuche führt zu keinem Ergebnis. Das bedeutet, ihr seht heute Dinge, die vor euch kaum jemand gesehen hat. Und das verspreche ich euch. Es gibt ja viele Leute, Urbexer, Lost Placer, Geschichtsinteressierte, die guten Content produzieren. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, euch Sachen zu zeigen, die vorher noch keiner gesehen hat. Und aufgrund der ganzen Response, die ich erhalte, Kommentare, mittlerweile viele positive dabei, und auch Followerwachstum, das zeigt mir einfach, dass das Interesse riesengroß ist. Und jetzt werden wir fast vorbeigehen. Da ist schon der erste Eingang. Jetzt habe ich die Taschenlampe vergessen. Ich drehe durch. Jetzt muss ich tatsächlich den ganzen Weg nochmal zurücklatschen und die Taschenlampe holen. Aber
bevor wir das machen, zeige ich euch erstmal. Seht ihr das? Da oben sehen wir noch ein perfekt erhaltenes Hakenkreuz und den Eingang in den Stollen. Der war mal zu betoniert, wurde aufgebrochen. Und auch hier gibt es einige Kampfspuren. Da ein paar Platzer, da oben kleinere. Und hier steht irgendwas oder stand irgendwas. Ich kann es nicht mehr erkennen. Manchmal sieht man es. Eingang 2 könnte das sein. Eng 2. Genau. So, mit diesem Bild und mit dem kleinen Blick rein melde ich mich gleich nochmal zurück. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Bis gleich. Da bin ich wieder. Da ist die Taschenlampe. Und ihr seht, ich musste nochmal komplett zurücklatschen. Ja, manchmal ist das so. Wenn man sich auf so ein Bauwerk freut und weiß, wo es ist, und man weiß, was einen erwartet, dann kann man schon mal die Taschenlampe vergessen. Okay, also ich melde mich vom Eingang nochmal wieder. Und ich würde sagen, bis gleich. So, da bin ich wieder, meine lieben Freunde. Jetzt sind es nur noch einige Meter. Da müssen wir uns einmal ducken. Und dann sind wir auch schon da. Also, ein bisschen kann ich verraten, aber nicht zu viel. Wie ihr wisst, Zweiter Weltkrieg und so, mussten die deutschen Grenzen auch verteidigt werden. Und das hat man getan mit dem sogenannten Westwall oder der Siegfriedlinie im Westen. Im Osten gab es ja den Ostwall. Und diese Bauwerke gehören zu den Westwallanlagen. Und hier war Munition und Proviant und diese ganzen Sachen untergebracht. Und konnten natürlich auch genutzt werden, sollte es hier Angriffe geben, als Deckung. Ob hier Kampfhandlungen stattgefunden haben, weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall, glaube ich, ist der Zustand und auch das mit den Kreuzen absolut einmalig. Da gibt es so nicht nochmal. Und ich würde es vorschlagen, wir gehen jetzt rein. Und natürlich mal wieder alleine. So, da müssen wir jetzt rein. Auf jeden Fall Spinnenweben von der Decke. Das bedeutet, die war schon längere Zeit keiner mehr. Es ist richtig warm hier drin. Und aus Erzählungen weiß ich, dass man sich hier weiter vorgegraben hat. Man sieht es. Das werde ich heute aber nicht begehen, weil man hier Schätze vermutet hat, die hier versteckt wurden. Auch hier geht es richtig weit rein noch. Also. Breite ungefähr 1,50 Meter, ganz grob, Höhe 2,60 Meter und ihr seht selber, mit Beton glatt ausgekleidet, der Kalk kommt langsam durch. So ein paar Fußabdrücke sind auf jeden Fall hier. Und da hat sich auch einer vorgebohrt bzw. reingegraben. Und hier ist so eine kleine Nische. Das ist der Blick übrigens zurück. Da sind wir gerade reingekommen. Und hier steht eine 9. Mal gucken, ob hier auch eine Zahl steht. Hier steht eine 8. Vielleicht sind das ehemalige Blindstollen. Weil das würde theoretisch auch Sinn machen, weil hier natürlich eine Menge Aushub ist. Dass man da weiter gegraben hat. Und vielleicht waren die auch geplant, die Stollen nach da und nach da. Schwierig zu sagen. So, hier oben ist der Fels rausgebrochen und hier sehen wir auch, das ist ja alles glatt und hier ist tatsächlich die Decke eingefallen und hier ist sie sogar richtig doll eingefallen. Wow, auch sicher. Oh, und schaut euch mal an, die Verschalungsbretter sind noch vorhanden. Zwar vermodert, aber sind noch vorhanden und das ist alles hier runtergekommen. Das ist so ein Blindstollen, da hat man dann
Munition und Verpflegung zwischengelagert oder eingelagert. Natürlich standen die Sachen auch hier links und rechts. Und schaut mal hier, vielleicht ist das sogar von Sprengungen. Hier sehen wir überall so Einschläge, Abplatzer. Es kann also möglich sein, dass man hier gesprengt hat. Ja, das wird sogar Sinn machen. Vielleicht war hier Munition gelagert, die ist detoniert. Vielleicht findet man die hier sogar noch drunter. Und da gab es hier eine große Explosion und deswegen gibt es hier überall diese Abplatzer. Und auch hier ist der Beton geborsten. Krass. Boah, schaut mal hier, auch hier. Überall diese Abplatzer, wahrscheinlich dann von der Explosion. Schaut euch mal an, diese schiere Größe. Das sind bestimmt 60, 40 Meter. Auch hier könnten Explosionen stattgefunden haben. Und muss ich aufpassen, dass ich nicht hinfalle. So, ich tausche mal eben Taschenlampe und GoPro. Dann habe ich ein bisschen besseres Spiel mit der rechten Hand. So, das scheint auch Teer so langsam auszutreten. Vielleicht war das gegen Feuchtigkeit abgedichtet, dass die Feuchtigkeit nicht hier in den Stollen eintritt. Aber hier sollten wir vielleicht einfach auch weggehen. Nicht, dass hier noch was runterkommt. Und hier könnte auch eine Explosion stattgefunden haben. Und da hinten auch. Krass. Hier müssen wir aufpassen, hier ist rutschig. Wow, schaut euch das an. Auch hier hat man sich eingegraben. Ich mach mal ein bisschen heller. So, ich muss ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, es ist sehr glitschig hier. Ich bin alleine. Hier hat man anscheinend Butyl mit eingearbeitet. Oder Blech. Blech ist das. Alu-Blech. Zur Abdichtung. Schaut euch das mal an. Schon ein bisschen gruselig, so ganz alleine. Ja, das sind 100% Sprengungen. Hohlräume. Das sind nur Hohlräume. So, geschafft. Puh. Sauerstoff geht so. Ich merke dir direkt wieder meine Atmung. Ne? Das Schöne ist, ihr macht euch nicht darüber lustig. Jedenfalls die meisten nicht. So, hier ist das Alublech sogar mit Teer wahrscheinlich verkleidet. Und auch hier wieder. Da geht es sogar nach links rum. Rückwärtig. Und überall liegt Geröll auf dem Boden. Hier scheint eine Wand eingezogen gewesen zu sein. Die wurde aber auch zerstört. Und das ganze Geröll liegt hier rum. Und hier haben wir noch ein Datum. 15.05.2016. Okay, da hat sich wahrscheinlich einer gedacht, ich muss auf jeden Fall mir zeigen, wo es lang geht. Aber ich glaube, das ist ein U. So, gehen wir mal weiter. Boah, das geht richtig tief. Da vorne ist die Tür. Und da ist ein ganz kleiner Durchgang nur. Mal gucken, ob wir da durchkommen. Oder ob wir den Weg zurückgehen müssen. Ups. Roter Stein. Wie der hier hinkommt. Komplett verschüttet.
hier wirklich noch Schätze vermutet. Und hier ist zu betoniert. Hier ist komplett zu. So. Dann gehen wir mal im Schnellspur zurück. Dann habt ihr nochmal die Gelegenheit, den Bunker von dieser Perspektive zu sehen. Wir verlieren aber auch nicht so viel Zeit, damit es euch nicht langweilig wird. Es gibt nämlich hier nämlich noch einen zweiten Stollen, den gucken wir uns natürlich auch an. Scheinen sogar Räume gewesen zu sein, sehe ich gerade. Nicht nur Wände, sondern es waren richtige Räume. Also die Marauder 2 ist ja schon sehr hell, aber sobald die Stollen so mit Teer etc. verkleidet sind, hat selbst die Marauder 2 Schwierigkeiten, das perfekt auszuleuchten. Weil natürlich die schwarzen Wände schlucken natürlich und reflektieren nicht. So, da vorne ist der Ausgang. Oh, hier vorne ist noch ein schönes Detail für die Belüftung. Und auch hier ein Stempel, habe ich gerade auch übersehen. Natürlich ordentlich Müll. Und ich würde sagen, von draußen melde ich mich dann wieder. Bis gleich. So, meine Freunde, also der zweite Stolleneingang ist direkt vor uns. Hier ist allerdings kein Reinkommen, aber ich will euch auf jeden Fall das Kreuz zeigen. Und ich zeige euch noch mal kurz die Umgebung. Also mitten im Nirgendwo. Mitten im Nirgendwo. Oh, Dörner. Da ist der geschlossener Eingang. Und auch hier mit einem Kreuz. Das Kreuz allerdings ist ein bisschen verschoben. Ist so ein bisschen gestaucht, wisst ihr? Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Also ich hoffe mal, die Linse ist noch sauber. Ja, seht ihr das? Ist so ein bisschen gestaucht. Das ist ein verschlossener Eingang. Und wir gehen natürlich jetzt zu dem offenen Stolleneingang. Und damit ihr jetzt nicht so lange warten müsst, mache ich eben die Kamera aus. Bis gleich. Ja, hi meine Freunde. Also, ich habe mich aufgrund der Länge des Videos dafür entschlossen, daraus 2 Teile zu machen. Das hier war der erste Teil. Der zweite wird auf jeden Fall mindestens mal genauso spannend. Ihr könnt euch auf einen ähnlichen Bunker gefasst machen, allerdings mit einer Eingangsverteidigung. Seid gespannt. Und wenn ihr mir noch nicht folgt, lasst mir gerne ein Abo da. Schickt dieses Video euren Freunden. Und vor allem kommentiert mal fleißig. Wenn es Dinge gibt, die ihr gerne sehen möchtet, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr mal etwas dalassen wollt, was ihr mir schon immer mal sagen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall erstmal für dieses Video raus und bis zum nächsten Mal.